mein Name Benedictit. Ich mache Street Art für Blinde so. Ich habe Hip-Hop schon irgendwie seit 10 Jahren oder so höre ich Hip-Hop und bin natürlich dadurch auch mit der Graffiti-Szene in Kontakt gekommen so. Und weil das halt auch ein Teil vom Hip-Hop ist, fand ich das auf jeden Fall cool. Von daher wollte ich das einfach Blinden auch ermöglichen, so dass sie was von den Nachrichten mitbekommen. Meine Messages bereite ich dann hier immer vor. Ich habe hier die Maschine stehen, womit ich in Blindenschrift schreiben kann. Ich spanne hier also eine Klebefolie zum Beispiel ein. Da kann ich dann die Punkte drauf machen. Das drückt sich durch. Ich ziehe dann die dünnere Folie ab und kann das dann halt eben auch wenn tacken oder so. Ja, einer meiner Messages ist halt, das ist ein politisches Statement so, da geht es um die Kürzung von Blindengeld. Da versuche ich halt so aufzuklären, wofür das da ist, weil ich muss halt eben spezielle Sachen kaufen, dickeres Papier und so, und das ist halt auch teurer als normal. Man muss das halt auch so bedenken, also ich meine, wir können nicht in den Laden gehen und einen College-Stock so für 1 Euro holen oder weniger, sondern wir müssen dann extra dickeres Punktschriftpapier bestellen und die kosten dann so um die 40 Euro. Auf dem Weg hier bringe ich meine Texte auf die Straße, damit Blinde das auch hören können. Genau, das ist das, was ich rausbringen will, womit ich halt auch so ein bisschen erklären will, die anderen Leute aufklären will, sodass ich erzähle, was die Geschichte oder was es damit auf sich hat, was es für mich oder für uns als Blinde besonders bedeutet. Wenn